Ja, hallo und guten Morgen, Männer. Der Ofen brennt. Es ist Männerschmiedenzeit. No coffee, no workie. Was soll ich sagen? Exzellent. Jo, ich grüße euch. Heute gehen wir mal ein Thema an, das vielleicht viele von euch betreffen könnte oder mal betroffen hat oder in Zukunft betreffen wird. Es geht darum, dass man sich beruflich oder schulisch in manchen Situationen ganz einfach nicht traut. Man traut sich nicht zu, man hat da weiche Knie und geht in den Ringkampf, ja, der da heißt Examen oder Test oder Vorstellung, Präsentation, mit dem Mind, ich schaffe das nicht. Ja. Genau diese Situation hatte ich im Jahr 1993, da war ich noch bei der Fremdenlegion und es stand an, das CM2, das CM2 heißt Certificat Militaire 2, also 2. Und das ist die Vorstufe vom Feldwebellehrgang. Also man könnte sogar sagen, es ist Feldwebellehrgang Teil 1. Und das Kernstück dieses Feldwebellehrgangs, das war, dass jeder Kandidat ein Exposé halten musste vor hochrangigen Offizieren. Ja, und das war so ein bisschen ausschlaggebend dafür, ob dein Weg, ob die Weichen gelegt waren Richtung Feldwebel oder, naja, ich bleib dann doch Stabsunteroffizier. Natürlich wollte ich Feldwebel werden und ich nahm das sehr, sehr ernst. Wir haben ein Exposé zusammen ausgearbeitet, es geschah im Gruppenrahmen, ja, aber vortragen musste ich es. Und ich wusste, also ich hatte jetzt mein Manuskript unterm Arm, mein Exposé unterm Arm, und ich wusste, ich musste gleich rüber in den kleinen Saal, den ich schon vorbereitet hatte, und da drin hocken 25 Offiziere und Stabsoffiziere, ja, wobei der höchste Dienstgrad ein Colonel war, ein Oberst, ja, und der kleinste ein Kapitän, und ich musste vor denen ein Exposé halten. Ich musste denen meine Idee unterbreiten. Ich hatte sowas von Schiss, ja. Ich glaube, bei mir hat es zweimal klack-klack gemacht, da lagen meine Eier unten am Boden, die Knie waren weich und ich war einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie sprachlos. Ich wusste, ich konnte das nicht. Ich wusste, ich würde da reingehen, ich würde kein Wort herausbringen, sagen, tut mir leid und wieder gehen. So ungefähr war ich drauf. Dann ging ich rein, ging in meinen Overhead-Projektor, legte meine Dokumente aus, schielte so ein bisschen in die Runde. Und dann bekam ich so ein Lächeln. Mein Blick ist gefallen, oder mein Blick fiel auf einen Mann, den ich sehr, sehr kannte. Das war Kapitän Martin, der zu dem Zeitpunkt jetzt schon Kommandant war. Kommandant, also Major würde man sagen bei der Bundeswehr. Er hat mich sofort erkannt. Er gibt mir so ein kleines Augenzwinken. Oder sagt man Augenzwinkern, ja. Und mein Lächeln wurde immer breiter. Und ich habe gesagt, wow, Martin ist da. Martin, es kann mir nichts mehr passieren. Ich hatte auf einmal so einen Mut. Ihr könnt das Lied I Believe I Can Fly, ich glaube, ich kann fliegen, von Kelly. Und in dem Augenblick, da glaubte ich nicht fliegen zu können, in dem Augenblick war ich sicher, ich konnte fliegen. Didier Martin war mein erster Hauptmann in Übersee. 1985 bis 87 in Französisch-Guyana. Er war Kompaniechef der dritten Kompanie. Er war der beste Offizier, den ich je in meinem Leben treffen durfte. Und ich erinnere mich ganz genau an eine Szene, wie ich zum ersten Mal vor ihm stand, im Still gestanden, zum Rapport. Er wollte mich auf den Kaporalskurs schicken. Unten, auf der Straße lief der Peloton, der Zug, des Élève Caporaux, des Adjutant-Chef Falco vorbei und Martin ruft mich zu sich her, macht das Fenster auf und sagt, Gast, schau runter. Das sind die Männer vom Falco. Das sind angehende Korporäle. Und du wirst auch so ein Mann werden. Du wirst einer der besten Legionäre werden, die Legion hat. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Und dann hat er mich auf den Kaporalslehrgang geschickt. Und ich war ein verdammt guter Kaporal, soweit ich das beurteilen darf. Und jetzt, Jahre später, fast 10 Jahre später, sitzt dieser Mann vor mir und hört meinem Exposé zu. Und ich flog über das Exposé. Ich wusste gar nicht mehr, was ich da alles erzählte. Es war hervorragend, wie man mir später gesagt hat.
Du warst beste Exposé der gesamten Klasse. Und ich habe das getan für Martin. Ich habe das für Martin gemacht, weil ich ihm so dankbar war, damals wie heute. Und ich habe mir gesagt, ja, so ist es im Leben. Wenn du irgendetwas tun kannst für andere, für Menschen, die du magst, die dir etwas bedeuten, dann hat das einen dreifachen Mehrwert. Dann traut man sich, dann ist man groß. Und jetzt diese Aufforderung an euch, wenn ihr vor so einer Situation steht, vor einem Examen, vor einem Test, vor irgendeiner Leistungsabbringung, ich muss eine Leistung abbringen, dann tut das für eine Person, die ihr euch fixiert, die ihr im Kopf und im Herzen habt. Macht das dem Menschen zuliebe oder macht das für den Menschen, den ihr am meisten liebt. Und ihr werdet sehen, aus weichem Knie wird Stahl. Ihr werdet das schaffen. Ihr werdet sagen, ich mach's nicht für mich. Ich mach das für dich. Und ich mach das gut. Nein, ich mach das besser. Ich werde besser sein als alle anderen. Denn hier drin bist du. Und das ist für dich. So musst ihr das, so müsst ihr das angehen, Männer. Ja? So müsst ihr das angehen. Also, habt keine Angst, habt keine Prüfungsangst. Ihr schafft das, weil ihr es für jemanden macht, den ihr liebt. Und das ist essentiell. Und dann, während ihr in Aktion seid, während ihr redet, während ihr berichtet, während ihr euer Examen und den Test absolviert, denkt an die Momente, die ihr mit diesem Menschen verbracht habt. Denkt an den schönsten Moment, den ihr hattet. Das läuft so im Hintergrund ab, ja? Und dann seid ihr Adler und ihr fliegt. Das ist ein ganz geiles Gefühl. Macht Dinge für die Menschen, die ihr am meisten mögt. Ja. Dann seid ihr stark. Ich will, ich kann, ich werde. So, Männer. Dieser Clip war für euch. Wenn ihr etwas für mich tun möchtet, bitte schaut mal rein in die Beschreibung des Videos. Hier findet ihr meinen Merch-Link. Es steht Weihnachten vor der Tür. Weihnachten heißt Geschenke. Bestellt euch das ein oder andere Teil für euren Liebsten, für euren Mann. So könnt ihr mich supporten. Danke dafür. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Amitié Legionnaire, euer Thomas Kraft. Emilu, der Dreh ist vorbei, du darfst kommen. Ja, komm her. Ja.